redet mit Guy nicht wirklich gut. Alle haben Mitleid mit mir und behandeln mich nicht schlecht, aber meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Katla hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Ich kümmere mich um die Tiere, mache Besorgungen, Botengänge, diese ganzen Sachen. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Nicht das hier. Meine Eltern waren in der Armee. Es gab Katla. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Oh, schön. Seid ihr sicher? Wirklich? Das meint ihr wirklich ernst? Oh, danke, Papa. Ich verspreche euch, dass ich keine Schwierigkeiten machen werde. Papa, ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Ich hoffe, es gefällt euch. Papa! Oh, danke, Papa. Ihr seid super. Danke. Der große Baum. Ja, Papa. Hey, wollt ihr Fang spielen? Hey, aufpassen! Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Anscheinend haben die kaiserlichen Stände... Ihr haltet Sturmmäntel und zu etwas an. Die Männer, die hier... Aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Eine Schmiede macht niemand.
Bitte unterbrecht das Gericht. Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und ich versuche mit dem Jarl zu sprechen. Unter meiner Herrschaft werden die Menschen von Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Es spricht sich herum wie ein magisches Feuer. Die große teuflische Bedrohung ist besiegt. Ihr habt uns tatsächlich alle gerettet. Ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Denn mit dem Dahinscheiden meines lieben Mannes Torik ist die gewichtige Position des Jarl an mich gefallen. Ach, ich dachte, die Angelegenheit sei bereits geregelt worden. Ich glaube, Falk kümmert sich darum. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Meint ihr, diese Drachenbrücke... Es wird über seltsame Geschehnisse... Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum.
Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Lange schlief ihr den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Hört uns, Wolfskönigin. Wir rufen euch herbei. Ja, bringt mich zurück in dieses Reich. Wie unsere Worte euch rufen, bindet euch an Volkskönige. Mit Worten gerufen, euch was? Was tut ihr da, ihr Dummköpfe? Ihr könnt mich nicht verlassen. Mit Worten gerufen. Ihr Ameisen habt nicht die Macht, mich zu binden.
Hier stimmt etwas nicht. Es gibt einen Eindringling. Es lebe das Drachenblut! Ihr seid zurück, Potema selbst. Bitte sagt mir, dass ihr sie daran gehindert habt. Ihr habt uns einen größeren Dienst erwiesen, als ihr ahnen könnt. Eine wiederauferstandene Potema. Das wäre nicht auszudenken gewesen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Alle, die so ein tapferes Herz haben wie ihr, sind hier willkommen. Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt, Falk Feuerbart. Wenn ich etwas von euch bräuchte, würdet ihr es wissen. Passt auf euch auf und denkt daran. In der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut Ich habe eine wollen. Persönliche Angelegenheit, bei der ich auf... Falk sagte mir, was ihr in der Wolfsschädelhöhle für uns getan habt. Er sagt, wir könnten euch vertrauen. Ihr wisst vielleicht, dass die Verehrung von Talos im Kaiserreich geächtet ist. Als wir meinen Mann bestattet haben, haben wir allen Göttern Opfer gebracht, außer Talos. Ich möchte, dass ihr etwas aus seinem Besitz an einem Schrein von Talos niederlegt. Ein Kriegshorn, das er von seinem Vater geerbt hat. Danke. Das würde mir viel bedeuten.